Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Splatoon 3. Bei mir, dem Shining. Na, guckt mal Leute, da ist der Übergang von Sektor 3, würde ich sagen. Ja, hier hätten wir letztes Mal abkürzen können. Der Salmi hat direkt was gefunden. Irgendwo hier. Da. Ich wusste doch, wenn man hier rüber kann, da muss doch irgendwas sein. Hier gibt es gleich zwei Sachen, in die ich gucken kann. Also in die Richtungen. Hier oben auf den Container ist doch bestimmt auch nochmal was. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich muss hier in den Bereichen nochmal gucken. Komm, machen wir eben kurz, wo wir hier noch in der Gegend sind. Suchen wir erstmal hier das letzte. Dann macht der Salmi einfach einen Abgang. Die Ecke hier. Eindeutig. Okay, können dann direkt hier hinhüpfen. Ich sehe schon wo. Wieder was für meinen Spind, den ich mittlerweile tatsächlich sogar schon eingerichtet habe. So, das ist auch noch eine Ecke, die sieht so aus, als ob hier was wäre. Ach nee, hier habe ich ja die eine Nachricht geholt. Ich erinnere mich. Okay. Und da oben müssten wir einmal hin. Und das Level hier. Wir machen ja eh beide. Wenn ich mehr mache, dann muss ich ja nicht unbedingt nach Reihenfolge gehen. Vor allem in dem Kapitel ist, glaube ich, eh kein Boss. Easy. Oh, die haben irgendwie so einen Schutz über sich. Perplex. Easy. Easy. Ich wollte jetzt nur nicht direkt auf mich springen, deswegen habe ich mich jetzt erstmal versteckt. So, deren Schild ist weg. So, tschüss. Da oben ist wieder so ein Stammblut. Natürlich hat er einen Schützen bei sich. Erstmal den weg. Der mehr nervt. Ah, okay, wenn er keine Kameraden bei sich hat, dann macht er den Schild auch weg. Ergibt Sinn, ne? Den will er dann noch schützen. Ich bin immer gründlich. Ich wünsche nur, die Randoms bei den Splatfesten wären mal gründlich. Oder so ein halbes gründlich würde mir schon reichen. Es ist so traurig, ihr seht so viele von den Runden meistens nicht, weil die Randoms die komplett versauen. Okay, ich sollte hier echt. Mit den Curling arbeiten. Hinter uns ist nichts. Gut.
Erstmal ein bisschen höher, um den Bild zu töten. So, erstmal ihn töten. Schild ist tot. Tschüss und tschüss. Wenn wir schon dabei sind. Ein da. Unter einer Disco stelle ich mir etwas anderes vor. So, da kann ich ja schon mal den Salmi drauf werfen. Wenn ich zu dem Level da hinten zurückrenne. Ist doch auch 100 pro irgendwo was versteckt. Das rieche ich schon. Oh, nur gute Waffen. Oh, da oben ist ein Zucker. So, der ist weg. Die gönne ich mir. Gehen da Schutz suchen und jetzt töten wir den hier. Hier hinten ist ganz fies. Aber jetzt nicht mehr. So, dann komm. Tschüss. Wenn man die richtig einsetzt, die Curling-Bomben, sind die heftig. Sind meine Lieblingsbomben. Weil man die so gut timen kann. So, den habe ich erwischt. Ich habe die jetzt nur genutzt, weil hier noch einer zum Zucker stand. Nee. Okay, diesmal gehe ich näher ran, bevor ich die einsetze. So, ich hoffe, ich habe irgendwen da hinten getroffen. Was ist da drin? Ausrüstung. Sehr schön. Ja, mal ab nach da drüben. Da einer versteckt, war klar. Wenn ihr näher rankommt, dann hab ich es leichter. Natürlich hat der da oben auch noch ein Schild. Wie gemein. Jetzt ist hier alles tot. Hätte ich den Zucker noch gebraucht? Hier kommt doch jetzt sicherlich wer.
Komm. Wir haben Düsenantrieb. Tschüss. Ich hätte den sogar einsetzen können. Okay, der Levelname hat echt gut gepasst. Elend an jeder Ecke. Die waren halt wirklich überall. Okay, da unten ist was. Ich würde gerne ein paar Anchoviums finden. Wenn das mit dir in Einklang ginge. Sagst mir, da findest du was und dann machst du nicht. 2 habe ich, 5 brauche ich. 10 Enten gibt es insgesamt noch. Das ist auch wieder eine Ecke, da würde ich sagen, da ist was. Oder die ist einfach nur dazu da, dass man da den Salmi drauf werfen kann. Oh, da ist was für den Spind. Einfach so mit so einem Klotz. Okay, hier kommt man nicht hoch. Hier war wohl deren Vorratskammer, beziehungsweise Anbauflächen. So wie das da aussah. Er hat wieder was gefunden. Angeblich. Wo ist er hingesprintet? Wo sprintest du hin? Ja. Bisher haben wir fast alles gefunden. Der 5. Sektor geht schnell. Och nö, nicht schon wieder Absprung. Ich bin kein Fan vom Absprung. Gegner ignorieren. Hilfe. Ja, ich kann die Gegner echt ignorieren. Ja, mir wird auch schon ganz schlecht, ey. Weg mit dir. Da sollte man, glaube ich, nicht drauf. Klettern einfach so hoch. 5000, wie es eigentlich geplant ist. Okay. Rein da. Hat funktioniert. Darum kümmere ich mich, sobald ich hier alles freigelegt habe. Tatsächlich ist hier nicht mehr so viel. Das treffe ich von hier oben, wenn ich anständig genug ziehe. Ich muss schon sagen, der Sektor geht halt ultra schnell. Ein Anchovium.
3 muss ich noch finden. Und hier ist wieder Deko für mich. Oh, da ist auch noch was. Ein Kartenpäckchen. Hab ja noch versprochen, irgendwann gibt's die Folgen dazu. Okay, mit Niestringer. Warum kriege ich so viele? Okay. Ich muss nur die Ziele treffen. Ignorieren wir die unwichtigen Nebensachen. Weil sonst passiert es, dass ich runterfalle. Genau das meinte ich. Oh, um Gottes Willen! Ich muss mich gerade ultra konzentrieren, Leute. Sorry. Bei einem Fehler heißt, ich darf noch mal machen. Das wird am Ende nicht auftauchen. Ich habe einen schon verfehlt. Ey, ich mache das nochmal mit einer anderen Waffe. Ich mache das lieber mit dem Turbo Blaster, hallo? Mit dem Triestinger ist ja endschrecklich. So, da kommen jetzt nochmal welche. Ja, wenn ich keinen Triestringer spielen muss. Da ist wieder ein Käfig. Vorsichtig. Noch läuft alles gut. Noch. Oh, das wird schrecklich. Das nochmal offscreen. Mit den Triestringer zu spielen. Und ich darf nochmal komplett alles von vorne machen. Oh. Ey Leute, das hat jetzt ein paar Versuche gedauert. Dieses Level war schrecklich. Wie soll man das denn bitte mit einer Triestringer schaffen? Habe ich gar keine Lust auf, wenn ich ehrlich bin, das nochmal mit einer Triestringer zu machen. Okay, da unten ist nichts gut. Wie gesagt, den mache ich erst. Ach, da unten ist doch was. Heute was gefunden. Natürlich im hinterletzten Eck. Hey, hier bei Q. Chef von Atlantis. Bin auf Einkauftour. Lara ist am Verhungern. Aber alles Roger. Harmonie, genau die von den Chirpy Chips. Meist den Laden. Besser als ich. Und nun kommt rein und deckt euch ein. Dafür bin ich jetzt hier runtergesprungen. Ich muss noch jede Menge da hinten finden.
Ey, komm, als ob hier nichts ist. Erzähl das wem anders. Nochmal eine Platte. Okay, der Sami findet hier sonst nichts. Muss bedenken, hier muss er auf jeden Fall irgendwo noch was finden. Sagt mir auch die Karte. Oder er rechnet den da gerade, den Ballon. Ich guck da die dann noch mal rum, wenn ich den Ballon gemacht habe. Das war nicht beabsichtigt, dass ich es finde, aber es ist angenommen. Es kommen keine Beschwerden meinerseits. So, das hier, da ist hundertprozentig was. Ich brauche kein Genie, um das zu wissen. Die Ecke war einfach viel zu verdächtig. Und das habe ich von oben gesehen. So, ist hier sonst noch irgendwo was? Ne, da scheint nichts mehr zu sein, laut Karte. Okay, das ging jetzt hier wieder ein bisschen länger als erwartet. War gar nicht beabsichtigt. Ich würde sagen, hier machen wir dann jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.